Edgar Schmanz, Personalausweis des Kurfürsten Karl Theodor, scheint auf den ersten Blick eindeutig und unkompliziert. Zu sehen ist ein in das Jahr 1981 übertragener Personalausweis des barocken Kurfürsten. Doch was steckt dahinter? 1954 zieht der Maler und Lyriker Edgar Schmand aus Berlin nach Mannheim. Er nimmt aktiv am Kulturleben der Stadt teil und engagiert sich kulturpolitisch. Zahlreiche Leserbriefe in den regionalen Zeitungen zeugen von seinem Interesse am Stadtgeschehen. Vieles beäugt und kommentiert er dabei kritisch. Die Kunst von Schmand ist vielschichtig und komplex. Für seine Werkserien recherchiert er ausgiebig zu verschiedensten Themen. Auch für Personalausweis des Kurfürsten Karl Theodor stellt er Nachforschungen an und bedient sich an historischen Gemälden und Dokumenten. Hier greift er ein Porträt des Herrschers auf, das der italienische Maler Pompeo Batoni um 1775 angefertigt hat und klebt eine Kopie davon als Passbild auf das Gemälde. Auch die Unterschrift des Kurfürsten stellt Schmand historisch korrekt dar. Karl Theodor wurde am 10. Dezember 1724 auf Schloss Drogenbusch nahe Brüssel geboren. Er regierte während des 18. Jahrhunderts als Kurfürst von der Pfalz und war ein bemerkenswerter Herrscher, der maßgeblich zur Entwicklung und Modernisierung der Region um Mannheim beigetragen hat. Früher war alles besser. Oder? Schmand greift mit dieser Arbeit die von den Mannheimern sehr oft thematisierte kulturelle Blütezeit unter Karl Theodor auf. Die Behauptung, damals wurden kreative Köpfe noch gefördert, hinterfragt er auf ironische Art und Weise. Er befördert den Kurfürsten durch die Darstellung des überdimensionierten Ausweises in die Gegenwart. Auf der Rückseite des Gemäldes klebt er eine Kopie seines eigenen Personalausweises, den er als Vorlage verwendet hat. Schmanz Kunstwerk ist eine witzige und geistreiche Reflexion über Autorität, Identität und die Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft.